hätte mal die Situation drin filmen sollen. Alter, was für ekelhafte, dreckige Hurensöhne. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da konnte man sich einen Döner kaufen für 3,50 oder 4 Euro, ja? Also Merkel macht die Dönerpreise wieder runter. So geht das aber nicht weiter. 4.32 Uhr ist einfach die übelst unsägliche Zeit. Jetzt muss ich erstmal noch Auto fahren. So ein Scheiß. So, also jetzt ein richtiges guten Morgen und einen kurzen guten Tag. Es ist 4.41 Uhr. Eigentlich sollte ich schon um 4.30 Uhr losfahren. Ey, das kann man sich wieder nicht ausdenken. Heute Classic Männer Vlog für euch. Ich fahre wieder nach Berlin, beziehungsweise fahre ich eher nach Potsdam arbeiten, aber ich muss heute Morgen nach Berlin rein wegen der Wohnungsübergabe mit dem alten Vermieter. Und er hat mir einfach einen Termin um 7.30 Uhr reingedrückt. Ich sage, so geht's denn nicht später? Nee, danach ist es wieder schwierig, weil er weitere Termine hat. Und ansonsten ja, kann man das ja, man muss ja auch noch Zeit haben, dass man doch was machen kann. Ich sage so, das ist fertig, wir haben einmal drüber gestrichen, das Besen rein, übernehmen Sie bitte die Wohnung, wir wollten das schon letzte Woche machen. Der Typ ist krank gewesen, ich hatte den Vertretungstypen von dem Hausverwalter angerufen, der hatte keinen Bock, ja, obwohl wir letzte Woche ja Montag noch in Berlin waren, also, oder ja, letzte Woche? Ich weiß nicht, ich war ja jetzt auch 7 Tage krank gewesen, keine Ahnung. Also ob das jetzt schon 10 Tage oder 11 Tage her ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, das letzte Video, was ihr gesehen habt, letzten Männervlog, da waren wir ja in Berlin gewesen. Und da hatte der keinen Bock. Ja, und jetzt muss ich mich im Harz, in Harzirode um 4.30 Uhr aus dem Bett quälen und losfahren und um 7.30 Uhr da sein. Also reine Fahrzeit sind 3 Stunden. Mal gucken, ob ich die 10 Minuten aufhole. Wahrscheinlich ja, weil ich freie Fahrt habe hier auf der Autobahn nachts, aber trotzdem übelst unnötig so. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, weil es dunkel draußen ist und ich durch den Wald fahre und hier Wildschweine drauf sein können. Deswegen sehen wir uns ein bisschen später wieder. So, ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann, aber wir sind jetzt schon ja, am Dreieck Werder gleich. Also fahren sozusagen die A2 noch Richtung dann A10 und ja, dann nach Berlin. So sieht es jetzt erstmal auf der Karte aus. Es ist jetzt 6.32 Uhr. Wenn ich es pünktlich schaffe, bin ich um 7.28 Uhr da. Und ja, muss halt gucken, wie sich das Ganze verhält. Und ja, jetzt fahren wir noch ein Stück weiter. Ey, war, ich bin jetzt gerade eben vor 2 Minuten oder sowas. Das war nicht gut. Ich habe das Fenster aufgemacht, deswegen ist es auch ein bisschen laut. Ich hatte so Sauerstoff, ich würde sagen, so ein bisschen dicke Luft im Auto. Und mir ist richtig schlecht geworden gerade eben. Und jetzt habe ich erstmal Luft reingelassen. Ich habe noch ein Mineralwasser auf dem Beifahrersitz. Da habe ich jetzt erstmal einen Schluck Mineralwasser getrunken. Und ja, jetzt schauen wir erstmal, wie es aussieht. Und gucken mal, dass wir pünktlich ankommen. Ja, was soll ich euch sagen? Das habe ich halt überhaupt nicht vermisst. Diese scheiß Stau. Zäh fließende Verkehr, wir fahren jetzt hier, seht ihr, 30 oder sowas, Alter, keine Ahnung. Also, das habe ich wirklich überhaupt nicht vermisst. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir noch durchkommen, weil zielmäßig, naja, 7.32 Uhr sagt er jetzt, hoffentlich kommen wir noch pünktlich an. Kotzt mich jetzt schon wieder richtig an. Ja, ich habe jetzt leider vergessen drin zu filmen. Ich hätte mal die Situation drin filmen sollen. Alter, was für ekelhafte, dreckige Hurensöhne. Sind denn das von der Deutsche Wohnen Vonovia? Also wir haben es jetzt 8.32 Uhr. Ich habe jetzt eine Stunde hier gebraucht. Ich konnte gerade noch so auf Toilette gehen, pinkeln. Ja, ich müsste eigentlich auch mal kacken. Um es auf mal gut Deutsch zu sagen. Ich bin übelst genervt, übelst gefrustet. Ey, ich frage mich, wozu bei der Vorabnahme, ich frage mich wirklich, wozu bei der Vorabnahme von diesen Deutsche Wohnen Vonovia Heinis extra 2 Frauen, die Nachvermietungsfrau und die Beschwerde- bzw. Projekt-Tussi da waren und aufgenommen haben, wie die Wohnung aussieht. Dann kommt doch da tatsächlich jetzt wieder heute ein neuer, so ein glatzköpfiger Typ und fängt an, die gleichen Fragen zu stellen wie die Frauen in der Vorabnahme. Ja, warum ist denn hier eine Gasetagenheizung drin eingebaut? Warum steht denn hier ein Gasherd? Wie läuft denn das mit der Spüle? Wo ist denn die Tür? Und ich denke mich, ich lebe hier im falschen Film.
Ich denke, was ist denn das los? Was ist denn da los? Also, der Hauswart war jetzt da und hat jetzt auch entsprechend das Ganze soweit, ich sag mal, übernommen. Ich habe jetzt beim Übergabeprotokoll habe ich jetzt ganz klar gesagt, dass ich nichts unterschreibe, weil ich mir das nicht durchlesen kann. Ich habe dafür keine Zeit. Ja, ich hätte um 9 Uhr auf Arbeit sein müssen. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Ich brauche eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, bis ich wieder in Potsdam bin zum Arbeiten. Ich habe mich gerade schon mal meinem Arbeitgeber entschuldigt, dass ich zu spät komme. Und ich hatte das ja angesagt, dass ich den Termin hier heute Morgen habe in Berlin. Aber dass sich das so hinzieht, weil die Leute inkompetent sind, dann hieß es ja, es müsste ja jetzt jemand für die Tür aufkommen. Und ich denke mir so, seid ihr eigentlich komplett behindert? Die Tür war ja schon vorher weg. Die war ja schon weg, bevor Anita und ich die Wohnung von meinem Vater übernommen haben. Das heißt, die Tür, die wurde ja auch nicht ersetzt. Ich vermute, dass die Tür damals mit dem Wohnungsbrand, dass die verrußt und verraucht war, dass die damals entsorgt wurde, dass die damals weggegangen ist. Das war aber 1998, ja, also vor mehr als 25 Jahren. Und dann denke ich mir so, sind die eigentlich komplett bescheuert? Ja, dieser Typ, der dann da ist, so, ja, dann müssen wir das machen und dafür müssen sie die Kosten tragen. Ich sag so zu dem Mann von der Deutschen Wohnwohnung, ja, ich bezahle hier gar nichts mehr. Sie wollten mich einen Monat früher nicht rauslassen. Ich wäre sonst einen Monat früher schon weggegangen. Sie können jetzt die 300 Euro von der nicht benutzten Wohnung verwenden, wenn sie noch was wollen. Und ansonsten das Mietkautionskonto belasten, aber mir ist das doch egal. Sie kriegen von mir hier keinen Cent mehr. Oh, wenn das so ist, na ja, dann... Ja, und ich denke mir so, elendiger Hans Wurst, Alter, mach mal deinen Kopf zu, du Sonstiger. Ich weiß nicht, wie die Menschen auf solche Ideen kommen. Wozu mache ich denn, wie gesagt, ein Vorabnahmeprotokoll mit der Vertragsfrau, die Neuvermietungen macht bei denen? Die mir in Anwesenheit von Zeugen, Anita war da, mein Schwager war da und die Freundin meines Schwagers waren da. Also wir waren zu viert. Und dann sagt die, nee, die Wohnung wird, wenn sie ausgezogen werden, kann die nicht neu vermietet werden. Die ist ja so runtergekommen, die muss ja erstmal kernsaniert werden. Und dann kommt dieser andere Typ von der Vonovia und sagt so, nee, also Kernsanierung machen wir nicht, wir wollen das jetzt schon wieder weiter vermieten. Ich denke mir so, what the fuck, Alter, was ist denn bei denen jetzt los, ja? Und dann wird so gesagt, ja, im Vorabnahmeprotokoll steht hier, dass sie diesen Fliesenspiegel abnehmen müssen. Ich sag so, gucken Sie sich den Fliesenspiegel an, der da ist. Der ist von der alten Küchenhexe. Der ist von dem Kachelofen, der da stand, der an dem Kamin angeschlossen war. Das ist der gleiche Fliesenspiegel wie auf der Seite der Spüle. Ach ja, da haben Sie schon recht. Na, raten Sie mal, wer den angebaut hat. Mein Vater ganz bestimmt nicht und ich nicht. Ja, kann man sich wieder nicht ausdenken. Und dazu kommt, ich muss mal die Kamera hier vorne stellen, dann kann ich vielleicht auch besser schalten. So. Dazu kommt natürlich halt auch noch, dass ich mich darüber massiv aufrege, weil ich jetzt eine Stunde Lebenszeit, ich bin 3 Stunden, 25 Minuten hier hingefahren. Ja, ich bin um 4 Uhr losgefahren gewesen, 4.30 Uhr habt ihr gesehen, war kurz nach 7.30 Uhr sozusagen vorne Berlin-Tegel raus, brauchte dann noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis ich hier angekommen bin. Und dann muss ich mir 40 Minuten lang von den Deppen anhören, dass das, was sie im Vorabnahmegespräch aufgenommen haben, ja, nicht gilt, aber ja, keine Relevanz hat, weil sie es jetzt nochmal neu aufnehmen. In welchem Film bin ich denn jetzt hier gelandet? Wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken. Ende vom Lied ist jetzt, ich bin die Wohnung los, ich habe alle Schlüssel übergeben, habe denen alles nochmal gezeigt. Dann sollte ich die Tür von der Kammer, die ja abgerissen werden soll, aus dem Keller holen. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, gehe ich in den Keller, trage ich die Tür noch hoch. Sind denn da Scharniere dran? Da sind Metallbolzen drin. Ja, ansonsten kaufen sie Metallbolzen bitte, wenn sie das wieder anbringen wollen, bevor sie die Kammer abreißen. Im Baumarkt neu. Ist mir auch egal. Und dann sagen sie so, ja, haben sie denn hier gestrichen? Ich so, ja, natürlich habe ich hier gestrichen. Ich habe es ja sogar auf Video aufgenommen, ja. Und dementsprechend ist es so, dass ich da mir gar keine Schuld bewusst bin. Und sagen sie, ja, aber so die Decke hätten sie da auch nochmal streichen müssen. Ich sage so, wir haben hier doppelt gestrichen. Wir haben hier beim Einzug gestrichen und bevor wir ausgezogen sind, haben wir hier gestrichen, ja. Und das seht ihr ja auch in den YouTube-Videos. Und sagte, ja, aber hier ist das so gräulich und da ist das weiß. Ich sag so, ja, wir haben zwei verschiedene Weißfarbtöne benutzt. Wir haben halt nochmal billiges Weiß nachgekauft, dass das anders weiß als ein Alpina sonst was. Sie können jetzt nicht erwarten, dass ich 8 Pakete teuerste Alpina-Farbe hier verstreiche. Abgesehen davon, dass ja die Wände sowieso hinüber sind.
Ja, Ende vom Lied ist jetzt einfach für mich, ich bin die Wohnung jetzt los. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, nach Potsdam fahren. Das Erste, was ich mache, ist, wenn ich auf Arbeit bin, dass ich scheißen gehe, weil ich muss wirklich übelst dringend auf Klo. Da ist mir am Anfang gerade die Kamera runtergefallen, weil ich rumfahren musste. Und dann gucke ich, wie ich den Tag heute zubringe. Ich habe noch einen Termin um 13 Uhr in Potsdam, um 13.30 Uhr. Und dann mache ich heute ein bisschen länger. Ich versuche das so ein bisschen gleitzeitmäßig zu machen, versuche das mit meinen Kollegen abzustimmen, dass das alles hinhaut. Und nachdem ich mich jetzt da todes drüber aufgeregt habe, dann sagte so der Hausarzt, na, wollen Sie denn jetzt hier das Übernahmeprotokoll unterschreiben? Ich sagte, ich unterschreibe hier gar nichts. Ich unterschreibe hier überhaupt nichts. Ich kann mir das ja nicht mal durchlesen. Ich muss zur Arbeit. Ich habe Ihnen genau gesagt, wie das abläuft. Und man hätte die Übergabe letzte Woche schon machen können, als wir hier bei der Berlin-Wahl hier am Montag noch da waren. Da hätte man da die Abnahme auch noch machen können. Nee, da war ja selber krank und der Kollege wollte das ja nicht, der Stellvertreter. Ja, dann ist es halt so. Dann geht es halt nicht anders und ich mache mir jetzt aber auch überhaupt gar keinen Kopf mehr. Ich poste euch nochmal die Gesetzesgrundlage zu den Schönheitsreparaturen unten rein in die wie nennt sich denn das? In die Videobeschreibung, in die Kommentarspalte. Ihr könnt mir gerne kommentieren, was ihr von diesen ganzen Vermietungsvereinen haltet. Wir sind so froh, dass wir in unserem Haus jetzt wohnen und selbst für alles verantwortlich sind, weil dann weiß ich nämlich auch, dass es funktioniert. Ich habe mich so aufgeregt, wirklich, weil das macht mich aggressiv. Das macht mich einfach richtig aggressiv, wenn ich Arbeiten schon leiste, extra hinfahre, man macht eine Vorabnahme, sagt den Leuten so und so und so sieht's aus, wir machen hier alles fertig, dass sie das übernehmen können. Die Frau sagt zu mir, das wird kernsaniert, was ja logisch ist. Da sind 30 Jahre alte Tapeten drauf, die sind 1993, 94 angebracht worden oder sind vielleicht sogar noch dran, bevor mein Vater eingezogen war damals, ja. Weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht nachvollziehen, ob der Vati zwischendurch das nochmal neu tapeziert hat. Oder wie das gemacht wurde, weil, ich erkläre das nochmal, das regt mich ja so auf. Die Wohnung, die dort ist, die ist ja denkmalgeschützt. In den alten denkmalgeschützten Bauten von 1933, das sogenannte Krankenhausviertel von Alt-Pankow. Und das wurde damals noch zu Adolfszeiten aufgebaut, sage ich mal. Das ist so, das wurde damals im Rahmen der Umstrukturierung des Berliner Umlandes, Eingemeindung in Pankow, Groß-Pankow, umgebaut. Und alles, was ja nördlich war, Französisch Buchholz, Rosenthal, das waren ja Bauernhöfe in den 1930er Jahren. Das heißt, damals war ja Pankow, so dort, wo ich gewohnt habe, der Endbezirk. Danach gingen Felder von Bauern los. Das war sozusagen damals der Stadtrand am Nordosten. Ja, deswegen ist ja auch dort der Autobahnzubringer, ist ja klar. Wenn der Stadtrand da ist, dann macht es ja Sinn, dort den Autobahnzubringer hinzusetzen. Und ich muss mal gucken, ob die Kamera noch läuft. Ja, läuft noch. Und dann ist es natürlich halt auch so, dass dort alle Gebäude, die haben noch so alte Stuckverzierungen, kleinerer Schnörkel, ich weiß gar nicht, so Gravuren, alles, was man so als barocke Gestaltung, sag ich mal, bezeichnen würde, das ist halt alles denkmalgeschützt. Deswegen dürfen zum Beispiel von draußen diese ganzen energetischen Sanierungsdinger, wo man dann so ein, ich sag mal, diese Plastik- und Schaumstoffsachen mit draußen, mit Rauputz dran bringt. Deswegen dürfen die an diesen Gebäuden alle nicht rangebracht werden, weil die denkmalgeschützt sind. Ja. Und ich erinnere mich halt noch, als Vati damals den Wohnungsbrand hatte, das war ja, wie gesagt, ganz schön teuer, weil ihm wurden ja auch noch die Schuld gegeben, weil der Kachelofen auf der rechten Seite durchgefackelt ist. Ja, wo man sich denkt, okay, das ist ein Kachelofen. Okay, der ist auch von, weiß ich nicht, 1950 gewesen oder sowas. Wurde wahrscheinlich nie modernisiert, wurde immer mal wieder so abgenommen, aber wurde nie richtig, sag ich mal, modern gemacht oder den Standards angepasst. Dann ist es natürlich halt einfach so, dass der irgendwann vielleicht kaputt geht. Man hätte den vielleicht schon früher erneuern sollen. Auf jeden Fall war der ja auf der rechten Seite durchgeschmort und dadurch war ja die ganze Einrichtung vom Vater wirklich beschädigt und kaputt gewesen. Und er musste ja alles von 1999 bis 2004, 2005 ersetzen, was er hatte. So nach und nach und nach und nach. Und
Fatih hatte ja auch immer wenig Geld, muss man dazu sagen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Erst damals mit einer Rente von, ich glaube, 622 Euro gestartet. 622 Euro, als der Euro eingeführt wurde. Ja, das ist übelst krass gewesen. Und ja, natürlich dann, die Miete hat er 200 Euro verschlungen. Und dann hatte er den Rest noch für sich zu. Und ich weiß genau, wie schlimm das damals in den Anfang der 2000er war für die Leute, die kein Geld hatten. Ja, und ja, kann man sich halt alles gar nicht ausdenken. Auf jeden Fall war ja damals die Vermietungsgesellschaft, ich habe das jetzt wieder zu lange ausgeführt, aber ich erzähle jetzt die Story zu Ende. Wenn ihr euch den Storytime jetzt anhört, dann ist es halt so. Ich fahre jetzt ja auch noch weiter Auto. Es war ja damals so gewesen, dass die Wohnungsbaugesellschaft, die die Wohnungen damals innehatte, die GSW war, gemeinnützige soziale Wohnungsbaugesellschaft Berlin, GGMBH war das gewesen. Also die Wohnungen waren gemeinnützig durch eine Wohnungsverwaltung gelistet und wurden dann über die letzten 25 Jahre 4 oder 5 Mal weiterverkauft. Ja, zuerst wurde das Ganze, weil ja Berlin damals auf die kluge Idee kam, das haben wir ja Wovereit zu verdanken, von 2002 bis 2010 mit den Hartz-IV-Gesetzen und so. Man kam ja damals im Berliner Senat, Rot-Rot-Grün, Achtung, immer im Kopf behalten, wer hat es verschuldet, SPD, Linke, Grüne, die kam ja damals auf die kluge Idee, naja, lass doch mal die ganzen staatlichen und geförderten Wohnungsbauunternehmen privatisieren und verkaufen, damit wir da Geld rauskriegen. Ja, jetzt haben wir Wohnungsnot in Berlin, das haben sie davon. Das wurde zuerst weiterverkauft an die Deutsche Eisenbahnersiedlungsgesellschaft. Das war der erste Käufer der Wohnungen. Dann wurde das Ganze an die Hogeback oder Bewohack verkauft, weiterverkauft. Dann wurde es an die Fortimo GmbH weiterverkauft, dann an die Deutsche Wohnen als Verwalter und jetzt zum Schluss natürlich mit der Übernahme der Deutschen Wohnen an Vonovia. Das heißt, innerhalb von 20 Jahren, ja, von 2000 und, ja, von zwei, nee, nicht von 2000, von, sondern von 1993 bis 2016, glaube ich. Ja, nee. Nee, 2013. Bis 2013. Muss man sich vorstellen, 1993, 94 bis 2013, innerhalb von 20 Jahren, viermal weiterverkauft. Das dann da, in diesen ganzen, weil das ja immer eine Übernahme von Altdaten ist, Altdaten in neue Systeme, in neue Computer, in neue Unterlagen, in neue Aktenordner und so weiter, dass da Dinge nicht weitergeführt und nicht ordentlich gelistet sind, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und dann wird so die Frage gestellt, warum ist denn jetzt da diese Gasetagenheizung drin? Dann sage ich zu dem, die Gasetagenheizung, die wurde nach dem Wohnungsbrand mit der GSW zusammen vereinbart eingebaut in den Raum, in die Wohnung. Und mein Vater hat die auch noch bezahlt. Ja, also die Deutsche, damals die GSW hat das Ganze eingebaut, hat es fachmännisch machen lassen, genauso wie die Elektroverkabelungen und die Isolation. Und jetzt muss ich warten, bis der Bus reingefahren ist. So. Und genauso wie die Elektroverkabelung. Und natürlich wurde das damals von dem Vermieter gemacht. Weil mein Vater ist ja kein Elektriker, mein Vater ist ja auch kein Gasetagenbauer, kann er ja gar nicht selber eingebaut haben, kann er ja gar keine fachmännische Leistung dafür erbracht haben, macht ja gar keinen Sinn. Heißt also, es wurden Firmen beauftragt, die das Ganze gemacht haben und mein Vater hat das alles bezahlt damals. Ja? Und dann kam halt auch so die Frage auf, ja, was ist denn das hier über der Tür? Da war noch die alte Klingel drin. Ich sage, das ist die alte Klingelanlage. Gucken Sie doch mal, das schellt, wenn Sie draußen dran drücken. Und dann geht er raus, dann klingelt es. Oh, tatsächlich. Ich denke mir so, was für ein Idiot, Alter. Ja, und so weiter und so weiter. Das hat mich jetzt, wie gesagt, ganze 45 Minuten Lebenszeit gekostet, mich mit diesen Dummköpfen da zu unterhalten, die das, was sie mich ja heute an Fragen gestellt haben, schon im Vorabnahmeprotokoll gemacht haben. Ich frage mich wirklich, wozu ich nach Berlin reingefahren bin.
diese Lebenszeitverschwendung, diese Benzinverschwendung und jetzt auch noch, dass ich zu spät zur Arbeit komme, das bezahlt mir keiner. Ja, also und ganz ehrlich, da sollen sie mal versuchen, was vom Kautionskonto abzubuchen. Das ist nämlich leer. Mein Vater hat nämlich keine Kaution damals eingezahlt. Es gibt nämlich kein Kautionskonto. Sollen sie davon mal versuchen, was abzubuchen? Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ansonsten hat sich das Ganze soweit erstmal für mich erledigt. Ich werde heute noch den Tag zu Ende bringen. Ich habe noch, wie gesagt, nachher einen Termin in Potsdam. Gegen 13 Uhr, sage ich jetzt mal. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Und ich denke, das wird ganz gut laufen. Und jetzt gehe ich erstmal zur Arbeit. Ärgere mich nicht weiter. Mira hatte ich eben schon geschrieben. Ja, und dann gucken wir mal. So, ich hatte euch ja gesagt, dass ich einen Termin habe. Und zwar im Sterncenter. Und zwar beim HEMA Blutspendezentrum. Denn heute wird mal wieder ein bisschen Blutplasma gespendet. Und das ist nämlich sehr, sehr cool. Denn damit tut man was für die Gesellschaft, für die Leute, die es brauchen. Und ist damit ein guter Mensch. So, ich habe vergessen, vorhin weiter zu filmen, beziehungsweise habe ich nicht gemerkt, die Kamera ist irgendwie ausgegangen, bevor ich in den Aufzug gegangen bin zum HEMA-Spenden. Und ich bin jetzt im Sterncenter, denn es ist ja so, das hattet ihr vielleicht ja mitbekommen, wenn ich arbeiten bin in Potsdam, dann übernachte ich ja auch hier, weil ich den nächsten Tag ja auch noch im Büro bin. Das heißt, dass ich nicht doppelt fahren muss, weil doppelt und dreifach fahren, das wäre ja zu krass. Ich bin ja, wie gesagt, heute Morgen um 4 Uhr losgefahren, ich bin auch jetzt schon voll müde. Und heute penne ich bei meinem Arbeitskollegen Michel wieder. Es ist überragend. Hattet ihr vielleicht schon ein paar Mal gesehen, der war bei VR Nation mit dabei in dem Vlog und dem hatten wir ja beim Umzug geholfen mit der Küche. Das war ja auch relativ cool gewesen und jetzt erkunden wir nochmal heute gemeinsam so ein bisschen Sterncenter. Jetzt gehe ich erstmal ins Edeka Center rein. Nee, da gehe ich zum Schluss rein. Da gehe ich zum Schluss rein, weil es ist nämlich so, ich soll ihm noch Wiener Würste mitbringen. Und ein Mate, Club Mate muss ich nur noch mitbringen, das wird überragend. Und dann fahre ich nämlich zu ihm und ich muss vielleicht den Akku wechseln, aber ich wollte euch das nochmal zeigen. Ich hatte das euch ja auf Instagram das letzte Mal gezeigt gehabt, dass hier die Preise doch recht unverschämt sind, was die Bäcker und Lebensmittelsachen angeht. Achso, ist hier der Ausgang? Nee, doch nicht. Ach. Ja, und hier gibt es noch so ein Café-Ding. Ist irgendwie alles so relativ krass eigentlich, muss ich sagen. Achso, das hatte ich euch auch noch nicht gezeigt gehabt. Da ist Hassel, Hassel Konfiserie. Da stehen ja Süßigkeiten her, Schokolade, Bonbons und relativ teure Qualität. Ich habe in der Wirtschaftswoche habe ich gelesen, dass Hussel pleite geht, dass die insolvent sind. Und die dürfen noch abverkaufen, aber ich weiß nicht, ob wie lange und wie viel davon noch bestehen bleibt. Und die suchen einen Investor. Also da ist so ein Insolvenzverfahren, ist da so offen, habe ich gesehen. Ja, Chibo gibt es ja auch. Mag ich ja auch immer mal gerne rein Kaffee trinken. Die haben ja auch, guck mal, die haben ja auch so eine Sitzmöglichkeit. Da, so wie bei Fatih und bei, also im Panko Center, da haben wir uns ja auch immer so reingesetzt. Gemeinsam haben wir schön Kaffee getrunken und das halt genossen. Und hier ist jetzt sozusagen diese ganze Fressmeile, die ich euch mal zeigen wollte im Sterncenter. Einmal hier so Vitaminquelle, dann hier Prime Kebab, wobei man hier wieder sagen muss, nur der Hähnchendöner ist gut, der andere ist so ein, seht ihr ja schon da hinten, das ist so Hackfleisch. Also ein bisschen Scheibe ist dazwischen, aber das meiste ist Hackfleisch, kann man nur Hähnchendöner essen. Einmal McDonald's gibt es hier so ein Mini-Ding, aber bei den kleinen McDonald's, da kannst du mal keine Gutscheine eingeben. Das ist übelst scheiße. Und dann ist Subway auch am Start. Und die haben, ich habe im Radio gehört, die haben jetzt eine neue Subway-Aktion. Für 3,49 kriegt man da irgendwie auch einen Sub gedingst. Irgendwie voll geil. Ja, dann gibt es hier noch so einen Italiener, so Cio Bella. Hier Asia Gourmet kennt man auch überall. Und dann halt hier der Landbäcker. Und den fand ich, wie gesagt, relativ unverschämt teuer, weil das ist halt Brötchen, auch wenn es ein Bäcker ist. Aber guckt es euch mal an, da eine Laugenbrezel, 1,75 und das andere Kartoffelbrötchen, 1,27 für ein Brötchen, Alter. Und das Laugeneck, das oben mit ein bisschen Dingsums gefüllt, Truthahnbrust und Gurke, 3,79. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da konnte man sich einen Döner kaufen für 3,50 oder 4 Euro, ja. Also Merkel macht die Dönerpreise wieder runter. So geht das aber nicht weiter. Ja, essen tue ich jetzt hier, wie gesagt, nichts. Das ist mir einfach alles zu teuer und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Dann ist hier aber auch noch Hase Feinkost, die mal so eine Wurstkette, die ist auch cool. Und da hinten seht ihr die großen Schinken an der Wand hängen. Also eigentlich relativ nice. Also das feiere ich schon wieder. Und Nordsee ist hier auch noch.
Ja, man kann eigentlich das sagen, das Sterncenter ist schon richtig groß und richtig cool. Und ja, hier gibt es auch viele Sachen zu kaufen. Also wenn man sagt, so, man braucht ein großes Einkaufszentrum in der Vorstadt. Ich habe jetzt den Akku gewechselt, das ist mir doch zu doof. Der spinnt da irgendwie rum, den muss ich wieder aufladen. Dann ist es jetzt so, dass man ja sagen kann, es gibt hier wirklich viele, viele coole Sachen. Mit dem Finger hat das mal ausgedehnt. So, jetzt kann ich es wieder besser halten. Ja. Und ich muss dazu sagen, kann man eigentlich feiern, so ein großes Center. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen aktuell vermisse bei uns in Harzierode in Sachsen-Anhalt, so ein richtig geiles Center. Wobei, wo wir ja jetzt im Kaufland-Center gewesen sind, in Aschersleben, das war auch schon ganz cool. Aber so ein großes Center ist dann halt doch schon mal was anderes. Was ist das denn? Lotte am Stern, das ist auch ein Eiscafé. Das sieht ja auch geil aus. Und die haben so Kuchen in Herzform. Auch cool. Ja. Muss man mal kicken. Also ich persönlich muss sagen, so ein Center finde ich immer richtig geil. Aber ich kaufe ja auch nicht so viel. Ich bin ja nicht so der Konsumfreudige. Was haben wir jetzt noch? Sind wir jetzt immer am Ende angekommen. Hier ist noch TK Maxx und C&A und Honke Müller. Und Honke Müller ist, glaube ich, immer das, wo die ganzen, wie heißt denn das? Wo die, das ist so, wie heißt denn das? Dessous, genau, Dessous Kleidung und sowas halt für Frauen halt alles so ist. Und auch für, ich glaube, Frauen mit großen Größen ist das immer am Start. Ja, geht eigentlich ganz gut klar. So, jetzt habe ich euch auch mal das Sterncenter gezeigt in Potsdam, weil stehen ja noch Veränderungen bei mir an, erzähle ich euch aber mal in ein, zwei nächsten Videos. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Edeka Center zurück und kaufen noch die Würstchen, weil Michel wollte gut und günstig Wiener Würstchen in der Packung haben und ein Mate. Und das geht voll klar, das machen wir natürlich. Das hattet ihr jetzt gerade nicht mitbekommen, ich war jetzt ja gerade noch an dem Fleischstand vorne und hatte das so ein bisschen abgefilmt gehabt. Und dann dachte ich so, machst du mal noch eine Instagram-Story? Und dann fällt mir so auf, Alter, scheiße, wo ist denn mein Portemonnaie? Ich hatte übelste Panik und ich habe mein Portemonnaie, das war in der Hosentasche, ist aber im Auto rausgefallen. Und ein Glück, das lag neben meinem Fahrersitz sozusagen. Ich dachte, ich hätte mein Portemonnaie verloren, das wäre die übertriebene Katastrophe gewesen. Glück gehabt. Ja, jetzt war ich noch bei Edeka Center und habe noch was eingekauft. Ich habe mir eine Pizza geholt, dann habe ich mir noch Aufschnitt geholt und Käse zum Raufreiben für die Pizza, ein Wasser und Mate. Und ja, für den Michel habe ich da hier Wiener Würste noch geholt. Der freut sich nämlich darüber, hat gesagt, er wollte noch Wiener Würste und einen Club-Mate, der ist hier in meiner Jackentasche drin. Ja, und dann gucken wir mal, ob der sich gleich freut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Ende jetzt schon mache oder ob ich einen Michel fragen möchte, ob er das Ende macht. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ist auch schon mal lang genug, das Video eigentlich. Ich habe, glaube ich, heute Morgen 17 Minuten mich aufgeregt. Sind bestimmt schon 30 Minuten. Also, falls ihr bis hierhin geguckt habt, lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Vielen Dank. Guten Morgen, kann ich jetzt noch sagen. Also, ich hoffe, ihr habt die kleine Szene jetzt gerade vom Handy noch gesehen. Michel wollte nicht aktiv im Video mitmachen, aber er hat mich gefilmt. Ey, ganz ehrlich, Michel, Kuss geht raus. Danke nochmal, dass ich bei dir pennen durfte. Ich muss jetzt auf Arbeit fahren und werde jetzt damit auch dieses Video beenden. Falls ihr mal in die beste Potsdamer Gaming-Hut kommen wollt, dann fahrt zu Michel. Der hat eine VR-Brille, Alter. Das war ja mal übelst krass gestern Abend. Ich habe da Beat Saber gespielt und man sieht aus wie der Überidiot. Er hat das gefilmt, Alter. Ich hoffe, ich habe euch die Handyaufnahme eingespielt. Ja, ansonsten bin ich gut gelaunt ausgeschlafen, habe gerade gefrühstückt, habe mir nur noch so zwei hart gekochte Eier gegessen, war Zähneputzen. Und ja, jetzt fahre ich noch auf Arbeit und dann geht es nämlich nach der Arbeit heute wieder ins Wochenende. Und dementsprechend wünsche ich euch ja auch ein schönes Wochenende, wenn ihr das dann habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal gewesen seid und ihr denkt, ey geil, diese lustigen Vlogs mit dem Ozok. Ja, das ist schon spannend, was der so alles hochlädt. Gerne kostenfrei abonnieren. Das ist kostenlos, wie gesagt, und unterstützt mich mega. Und ihr kriegt mehr Inhalte von mir vorgeschlagen. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.